Jetzt sieht's. Ja, Fenster offen. So. Es hat geklingelt. Komm ich schon, ja, ja. Kaffeekanne fehlt noch. Tatsächlich, was du alles siehst. Ja. Ja, guten Tag. Ah, das wollen Sie bloß abgeben. Ja, dann geben Sie mal her. Dankeschön. Aha. Oi, ja. Das ist eine schöne Sache. Da denkt aber meine Frau jedes Jahr dran, dass zu Ostern ein schöner Blumenstrauß da ist. Und der kommt dann immer schon einen Tag vorher. Das ist so schön. Ostern muss Blumen da sein. Ja. Kommt gleich ins Wasser. Fein. Frühstück, mein Schatz. Frühstück. Bitte? Frühstück. Ja, ich komme schon. So. Ah. Morgen. Morgen. Ja, nicht geschlafen, kein Auge zugemacht. Wenn ich die Augen nicht zumachen würde, könnte ich auch nicht schlafen. Dabei war ich gestern Morgen so kreuzfidel, da bin ich aus dem Haus gegangen, den ganzen Tag gepfiffen. Das war meine Schuld, mein Schatz. Ich habe dir Vogelfutter statt Haferflocken in die Frühstücksmilch getan. So was. Sag mal, der Kaffee riecht nach Schnaps. Immer noch? Du, hör mal, ich... Ui. Entschuldige, was bitte. Machst du denn schon wieder? Jetzt ist das ganze Salz wieder umgekippt. Nicht das Ganze, etwas ist noch drin. Ah. Salz ist ganz einfach, Salzflecke kriegt man raus mit Rotwein. Weiß ich genau. Was? Man muss immer das Gegenteil, den Brandflecke kriegst du raus, wenn du ein Stück Eis nimmst. Das ist immer dasselbe. Schätzchen, Schätzchen, Schätzchen. Das gehört von der Schmidt oben, was da passiert ist? Von der Schmidt nicht. Hier über uns? Na, nee. Kann ich dir sagen, du. Die ist beim Bügeln, bügelt ihr Osterrock oder Bluse, was sie da. Plötzlich klingelt das Telefon, macht die Hallo. Aber wie? Entsetzlich! Das ist noch nicht alles, das ist noch nicht alles. Dann hat die weitergebügelt. Und beim Bügeln hat sie gesagt, das tut so weh, da muss ich zum Arzt, hat den Arzt anrufen wollen. Nein! Schätze dir auf! Die hat jetzt ein paar Ohren wie ein Osterhasen. Guck mal, der Paul hat geschrieben. Wer? Der Paul ist verreist. Lass mal sehen. Das Strandhotel ist so groß, wenn man den Portier haben will, ist es gleich ein Ferngespräch. Das ist ja, wo der auch immer hinfährt. Im Hotel hatten wir eine unruhige Nacht. Wir hatten Zimmer 100. Die 1 war heruntergefallen. So was. Meine Güte. Du, mein Schwager hat wieder geschrieben. Hm? Hier. Wieso, das ist ja ein leerer Bogen. Ja, der spricht ja auch nicht mit mir. Und machen wir Sie darauf aufmerksam, das ist ein Satzbau, ne? Und machen wir Sie darauf aufmerksam, dass die Rechnung von 14,83 Mark jetzt genau ein Jahr alt ist. Hey to you, happy birthday to you. Schätzelein, die wollen Geld sehen, die wollen Geld sehen. Dann sollen Sie ins Völkerkundemuseum gehen, da ist zurzeit eine Münzenausstellung, da können Sie das Geld ansehen. Sag mal, 14,83. 1483. Weißt du, was da war? 1483? Ja. Keine Ahnung. Nee? Da wurde Martin Luther geboren. Ach, du, weil du eine Eins in Geschichte gehabt hast, das ist immer dasselbe. Du weißt auch nicht alles. Was war 1487? Da war Luther 4 Jahre alt. Mit deinen Karlauern, was du neulich im Radio erzählt hast. Was ist der Unterschied zwischen einem Bäcker und einem Teppich? Weiß ich. Der Bäcker muss morgens um 5 Uhr hoch, der Teppich kann liegen bleiben. Du, hier gibt's englische Stoffe preiswert. Solltest du mal kaufen. Mit dezenten Kreide- und Nudelstreifen. Was? Das war wohl Nadelstreifen. Ja. Oh, hör mal. 16 Kühe beim Bauer Hinrich konnten noch rechtzeitig vom Feuer entfernt werden und sind dann später im Löschwasser der Feuerwehr ertrunken. Das ist so, das... Du, übrigens, weil ich gerade einen Knopf fasse. An meinem Osterhemd fehlt ein Knopf. Jetzt zieh doch eine Jacke drüber. An der Jacke fehlt auch ein Knopf. An der Jacke fehlt auch ein Knopf. Ja, willst du allen Ernstes bei diesem Wetter ohne Mantel laufen? Auch in schlimmen Fällen greift man nur zu Katzenfällen. Räumen Sie es nicht. Wenn du Rheuma hast, musst du ein Katzenfell nehmen. Würde ich nicht einen Happen von runterkriegen. Ja. Nehmen Sie ab. Wie? Mit der klaren Chinasuppe.
Sie nehmen ab, wenn Sie dieselbe mit Stäbchen essen. Gute Hilfe. Aha. Da ist er ja, der Brief, auf den ich gewartet habe. Na prima. Kannst du dich erinnern, dass du mir vor 14 Tagen einen Brief geschrieben hast? Aus München, war ein Liebesbrief, weiß ich noch. Weißt du, was ich damit gemacht habe? Dann bin ich damit zu einem Handschriftendeuter, zu einem Graphologen gegangen. Mit meinem Brief gehst du da einem fremden Kerl. Sehr interessant, was der Mann schreibt. Hör mal zu. Hm? Schreiber dieser Zeilen ist von reziprokem Egoismus. Pfui. Er ist labil, ja haltlos. Gib mal den Brief her. Du. Gib mal den Brief. Nee. Was jetzt kommt? Schreiber ist eitel, putzsüchtig und geschwätzig. Du bist ein Schwätz. Ich habe dir diesen Brief geschrieben. Und ich habe wohl... Moment, das ist wohl mein Brief. Aber das ist nicht meine Handschrift. Na ja, dein Geschmiere hätte der auch nicht lesen können. Den Brief habe ich natürlich abgeschrieben. So. Aha. Kann alles schön weg? Wo willst du denn jetzt hin? Morgen ist Ostersonntag, mein Schatz. Ich werde wie jedes Jahr einen Blumenstrauß kaufen, ist doch ganz klar. Die Blumen sind schon geliefert worden. Geliefert? Von wem? Ein junger Mann war da. Ich habe die Blumen gleich reingebracht. Er hat sie abgegeben. Ja, wie? Was? Wo? Liebling, Blumen brauchen Wasser. Ich habe sie gleich drüben ins Waschbecken gelegt. Da drüben liegen sie im Wasser. Schatz! Was ist? Es war mein neuer Frühjahrshut! Ach, du Liebe! Oh, mein Schatz!